Hallo Leute und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es um Quantisierung und Sampling. In diesem Video werden wir wahrscheinlich nur das Sampling machen und im nächsten Video werden wir dann hier drauf aufknüpfen und das Ganze quantisieren. So, was bedeutet das zunächst mal? Also, das ist vor allem wichtig, wenn wir irgendwelche Signale verarbeiten. Stellt euch am besten das Telefon vor, das ist eines der einfachsten Anwendungsgebiete. Und wir wollen das Signal, das ja aufgenommen wird aus der Realität mit irgendeinem Mikrofon, das sieht ja aus wie eine sinusförmige Schwingung zum Beispiel, also so komplett komisch. So in etwa hier. Ich habe euch hier schon mal noch ein paar andere Sachen hingezeichnet, was auch immer das sein soll, erkläre ich euch jetzt. Also das hier ist das Signal, was wir in unserem Telefon oder mit unserem Mikro oder sonst irgendwie aufgenommen haben. Und wir können das im Computer ja nicht so wirklich verarbeiten, weil wir wollen ja konkrete Werte, auf die wir irgendwie zugreifen können. Und die sollen dann möglichst noch irgendwelchen Annahmen gerecht werden. Das heißt, wir wollen nicht unbedingt eine komplizierte Berechnungsvorschrift, sondern wir wollen einfach direkt auf die Werte drauf zugreifen, weil es einfach deutlich schneller ist und dann einfacher ist, das auszuwerten. So, was wir zuerst machen, ist wie gesagt das Sampling. Das wäre jetzt dieser Schritt hier. Also wir haben diese Kurve gegeben durch unser Telefon oder Mikro und dann greifen wir einfach spezielle Werte ab und schreiben die in ein Array. Das hört sich jetzt erstmal nicht kompliziert an, ist aber echt enorm wichtig. Ihr kennt Sampling vielleicht aus irgendwelchen Computerspielen oder so. Da wird auch gesampled, nur die samplen halt von den Pixeln her. Also die greifen den Wert von dem Pixel ab und das ist dann halt das Sample. Also jedes Pixel kriegt quasi einmal eine Stichprobe, indem wir in unserem Bild, was wir irgendwie generiert haben, abgreifen, was dort gerade ist. Und genau das kann man auch bei irgendwelchen Sprachsignalen machen. Wir greifen hier quasi das Sprachsignal immer an mehreren Zeitpunkten ab und schauen, was dann für Werte drin stehen. So, und damit fangen wir jetzt erstmal an. Das auf der rechten Seite muss euch noch nicht interessieren, das kommt dann im nächsten Video. Das wird dann Quantisierung werden. Ja, fangen wir an. Ich habe hier mal irgendeine Funktion. Hier steht noch quantisiert, das ist einfach quantisiert und gesampelt. Wir haben hier eine Funktion, die einfach irgendwas berechnet. Ich habe hier meinen stinknormalen Sinus genommen. Jeder weiß, dass der Sinus irgendwie kontinuierlich ist und dann in etwa so aussieht, wirklich nur ganz grob. Und ja, jetzt wollen wir das doch mal machen. Also, wir machen uns am besten noch eine neue Funktion, die das Ganze samplet. Public Static. Und samplen bedeutet ja, wir kriegen am Schluss ein Array zurück oder eine Liste von mir aus, mir ist das wurscht, an Werten. So, Public Static. Das heißt, wir kriegen ein Int-Array zurück und nennen das Ganze Sample. Und was wir hier reinkriegen, ist die Anzahl, wie oft wir samplen wollen. Also wir können hier jetzt natürlich 50 Werte abgreifen, wir können aber auch 150 Werte abgreifen, wir können auch nur zwei Werte abgreifen. Je nachdem kriegt man dann halt die Kurve besser oder schlechter modelliert. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, ist das sogenannte Nyquist-Theorem. Wir müssen mindestens, also wenn wir eine gewisse Frequenz haben, eine Frequenz kennt ihr vielleicht noch aus Physik, das hier ist einmal hin und her, das heißt ja eine Schwingung. Und so viele Schwingungen pro Sekunde heißt dann Frequenz. Das heißt, wir müssen zweimal die höchste Frequenz in unserem Signal auf jeden Fall abgreifen. Sonst kriegen wir Aliasing, was ihr vielleicht auch aus Computerspielen kennt. Das sind dann diese hässlichen Kanten, die keiner will. Oder beim Telefon haben wir auch Aliasing, denn die Sprachqualität von dem Telefon ist zum Beispiel auf keinen Fall so gut wie die von dem, wenn wir direkt mit den Menschen reden. Was daran liegt, dass das Telefon gerade mal mit 8000 Kilohertz samplet, wir aber sprechen bis 8000 Kilohertz. Das heißt, wir müssen eigentlich bis 16.000 ungefähr samplen. Ich hoffe, dass die Werte so korrekt waren. Ich glaube es allerdings nicht. Ganz grob habt ihr eine Ahnung, wie sich das anhört. Also wir wollen hier angeben, wie viele Samples wir überhaupt wollen. Ja. Da war der eine Finger mal wieder schneller als der andere. So. Gut, erstmal generieren wir natürlich das Int-Array, indem wir sagen Int-Array, wie nennen wir es? Samples gleich New Int-Array. Und zwar, wir wollen hier drin so viele haben, wie wir eben hier oben gegeben haben. So,
Und dann müssen wir natürlich noch irgendwie die Funktion definieren, also bis wohin wir gehen wollen, von wo bis wo. Also brauchen wir hier oben noch weitere Parameter. Upsala. Wobei die auch Doubles sein können natürlich. Doubles, ja. Start und Double Ende. So. Und jetzt sagen wir hier, wir gucken uns erstmal an, wie groß ist denn die Distanz von Start und Ende. Da brauchen wir auch wieder ein Double. Ich immer mit meinen Ints. Double Distance ist gleich End minus Start. Und dann können wir erstmal sagen, wenn Distance kleiner als 0 ist, dann müssen wir natürlich abbrechen, weil dann hat unser Benutzer irgendwie Scheiße gebaut. Das wird ja bedeuten, dass der Endpunkt vor dem Startpunkt liegt. Ja, da geben wir einfach Return Null zurück. Was ja eigentlich die einzige einigermaßen sinnvolle Sache wäre. Und das brauchen wir jetzt erstmal hier nicht weiter beachten. Jetzt haben wir die Distanz. Wir haben die Anzahl an Samples, die wir wollen. Und wir haben hier das Int-Array generiert. Jetzt fehlt schon nicht mehr viel. Ihr seht, diesmal ist es mehr Theorie als Praxis. Aber wie gesagt, ich möchte euch ja immer die Praxis zu der Theorie zeigen. Also, wir müssen jetzt also ausrechnen, ja, wie groß oder wie groß unsere Schrittweite ist. Wie nenne ich das? Step. Und das ist ja ganz einfach die Distanz, also das, was wir insgesamt übergehen müssen. Also von ganz links von der Funktion bis ganz rechts. Das hier unten soll natürlich auch bis dahin gehen, das sieht man natürlich. Und das hier geht natürlich auch gleich weit, also da ändert sich gar nichts. Das liegt nur an meinen mangelnden Künsten beim Zeichnen mit PC. Gut, also die Schrittweite ist so groß wie die Distanz, die wir insgesamt zurücklegen wollen, geteilt durch die Anzahl. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, ob die Anzahl auch gleich 0 ist oder kleiner 0 sogar. Das wäre natürlich noch katastrophaler. Also wenn die Anzahl kleiner gleich 0 ist, dann wollen wir auch erstmal zurückgehen. Das ist ja auch schon mal ein Fehler. Aber Start und Ende dürfen beide kleiner als 0 sein. Das kann uns ja völlig egal sein. Das muss diese Funktion hier ausrechnen. Hier darf allerdings niemals irgendwie Null rauskommen oder sowas, sondern muss immer irgendein vernünftiger Wert rauskommen. 0 ist in dem Fall natürlich auch ein vernünftiger Wert. So, also. Die Schrittweite haben wir. Ich schreibe das gerade mal drüber. Für die, die nicht so gut Englisch können. Schrittweite. Das hier ist Distanz. Ich glaube, das kriegt man noch hin. Und Samples ist einfach mal der. Nehmen wir es einen Namen. So, und jetzt haben wir die Schrittweite, wir haben die Distanz und wir haben das Array, wo wir die ganzen Sachen reinpacken wollen. Gut, und dann können wir einfach darüber iterieren. I kleiner Amount. I++. Warum ich hier Amount nehme und nicht einfach die Länge des Integers ist, das ist exakt dasselbe, so habe ich das hier oben definiert. Und Amount ist schon ausgerechnet, das heißt, ich brauche da nicht nochmal aufwendiger drauf zugreifen. Ich kann schneller drauf zugreifen, wenn ich das direkt über Amount mache. So. Und dann sagen wir hier Samples an der Stelle i. Nicht KI. So. Ja, was ist es denn? Naja, wir wollen das ja über die Funktion f hier ausrechnen. Also f von. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt müssen wir noch die Stelle ausrechnen, wo wir gerade sind. Das heißt, wir fangen am Anfang bei 0 an. Aber wir gehen jedes Mal die Schrittweite weiter. Also wir sagen i mal die Schrittweite. Und was habe ich jetzt für ein Problem? Cast to int? Warum cast to int? Ach so, ja, i ist ein Integer und Sample ist. Ups. Natürlich sollte das ein Double sein. Das tut mir furchtbar leid. So, und jetzt rechne ich quasi hier an der Stelle von den Samples immer aus, ja, wo ich gerade bei meiner Funktion bin. Das heißt, hier stehen einfach einige Funktionswerte von f drin. Und die gebe ich dann hier einfach zurück. Return Samples. So. Und das war schon quasi die ganze Magie. Ja, natürlich. Hier müssen auch Doubles rein. So. Und hier wollen wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Ach so, ja, das ist ein Array, ich habe es gerade gemerkt. Das heißt, wir wollen
haben, sagen wir mal, wie viel wollen wir haben? 20 Werte. I++. So, jetzt müssen wir hier oben aber noch das Array natürlich erzeugen. Also sagen wir int samples gleich sample und wir wollen, also f haben wir hier unten schon definiert, das können wir leider in Java nicht direkt übergeben. In C oder so wäre es jetzt möglich, hier einen Function Point damit zu übergeben, welche Funktion dann hier gerade aufgerufen werden soll. Hier müssen wir halt die Funktion hier ändern. Sample von, ja, was sagen wir? Wir sagen, nicht int. Wir wollen 20 Stück haben, wenn wir hier unten 20 mal das Array durchlaufen. Wir wollen den Startwert 0 haben und den Endwert, lass mich überlegen, auch 20, warum nicht? So, was ist hier das Problem? Ha, ich bin echt furchtbar. Das S war gerade von Steuerung S, keine Sorge, ich bin nicht blöd und schreibe die ganze Zeit Doubles. So, und jetzt wollen wir hier einfach diese Samples ausgeben. Sysout Printline. Und sagen Sample. Und dann geben wir I noch aus. Und dann geben wir Samples anstelle I aus. So. Dann wollen wir mal gucken. Also was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben wirklich einige Werte von der Funktion einfach abgegriffen. So macht das im Übrigen auch euer Taschenrecher, euer GTR, wenn ihr auf diese Tabelle geht. Beziehungsweise selbst wenn ihr ihn zeichnen lasst, dann rechnet er sich einfach so viele Werte aus, dass der ganze Bildschirm vollgemalt ist und zeichnet dann einfach immer an die Stelle. So, und das ganze Ding hier nennt man Sampling. Und ihr seht ja, eigentlich war es gar nicht so schwer. Nächstes Mal machen wir genau mit diesem Double Array weiter und wollen das eben quantisieren. Was das heißt, erkläre ich euch dann. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.